wahrscheinlich war die Flasche mal von mir, aber ich bin mir nicht sicher. Wieder mal ein bisschen Zeug in Sahara stellen. Apropos, oh, da kommt einiges an. Versteiger deinen Flusskran. Für 10.000 oder so. Ja, von dem Seidenstoff, der gerade verkauft wurde, kriege ich jetzt 60 Gold pro Stack. Das waren 6 Stacks, 6x60, 360 Gold kriege ich jetzt. Allein von dem Seidenstoff. Du bist doch des Wahnsinns! Das heißt, das ist dann 1k Gold, Alter. Ja. Warum nicht? Falls ihr euch fragt, wie das Addon hier heißt, das ich dafür benutze, das nennt sich Auction Master. Kann ich nur empfehlen. Okay. Mal schauen, ob es irgendwas Interessantes im AH gibt, wofür man wofür sich lohnt, Geld auszugeben. Von meinen 160 Gold, die ich habe. Ja, stimmt. Mein ganzes Gold ist jetzt auf der Horde-Seite. Tja. Puh! Das heißt, ich darf jetzt viel sparen und so viel wie möglich verkaufen. Immer. Du darfst bei mir mitfliegen, wenn ich irgendwann das schnelle Fliegen habe. Sehr gnädig. Ja, glaubst du, ich warte auf dich? Oder will auf dich warten, oder? Mal schauen, was so für tolle Reittiere so im AHA gibt. Der Robo-Chopper des, der Chopper des Robo-Ingenieurs, wie gesagt, circa. Oh! Schau doch, rote Schlachtross ist schon mal wieder im AHA. Das sehen meine entzündeten Augen, die Rakete mit abgereicherten Kyparium. Schul! Das hat nicht dieselbe Wirkung, wenn ich musste Domi ersetzen, der war nicht da. Dann schauen wir mal in die Gildenbank, ob da wieder alles leer ist. Nach halb Moment ist aber ich ausgeleert. Mal gucken, ob noch Geld drin ist. Oder jetzt Geld wieder reingekommen ist. Hey, es sind wieder 600 Gold drin. Die müssen wir gleich entsorgen, abholen. Ich muss mal schauen, was bei mir in der Gildenbank drin ist. Aber die Dilde ist ja jetzt eh schon fast Level 9. Die wird gerade wieder ein bisschen geladen. Haben wir überhaupt aktive Mitglieder außer dir? Ich level gerade mit Alter ein bisschen, den habe ich auch hier eingeladen. Ah. Ja. Immerhin 213 Gold sind da drin. Das ist auch was. Und der heilige Meister John ist wieder da! Und war mit seiner Nahrungssuppe erfolgreich. Oh mein Brötchen. Gott! Er hat auch so ein Milchbrötchen ein. Jetzt wart halt. Domi, meinst du, sollten wir wieder ein Milchbrötchen im Ganzen essen? Sollten wir vielleicht dieses Mal nicht. Doch! Die Milchbrötchen-Taktik, wenn man keine Zeit hat, runterzubeißen. Man nehme das Milchbrötchen und schiebt es zusammen. Knetet es einmal richtig durch. Und schiebt es sich in den Mund. Oder man macht es ganz einfach und isst es normal. Und sagt dann, ich bin nicht behindert. Ich bin behindert. Hallo, ich bin ein Hügelwandel. Au! An einer fast fertigen Inni. Au! Ja. Ja. Ja, ist doch gut. Ich bin der Luft. Ja. Ihr habt eh keine Quests mehr. Kauen, immer schön kauen. Durch die Nase atmen. Ich glaube, keiner achtet mehr darauf, was bei mir passiert. Es schauen jetzt alle nur noch über Pep. Ich darf mir jetzt dann eh wieder überlegen, wie ich den Bildschirm jetzt dann aufteile, weil ich will keine zwei leeren Flächen haben. Entschuldigung, also wieder. Jetzt erst mal runter. Habra. Schwafel, blubberblub. Also ich würde ja lieber Camp da oben reinsetzen. Weil da fällt eh keiner hin. Ja, rechts oben Minimap und Waffs schon in Camp. Ja. Ja. So, ich kann meinen Mund wieder bewegen, dass ich
wieder was von mir geben kann. Das ist ein neues Wildbrötchen. Diesmal nicht im Ganzen essen. Jetzt versuch's mal auf die normale Weise. Ach so. Ich hab da auch so meine eigene Taktik. Man nennt es komprimiertes Milchbrötchen. Ach so. Stimmt, die ist auch gut. Ich dachte, das Ganze viel mehr Konsistenz und ist auch viel saftiger, nicht so luftig. Genau. Und man hat auch meistens mehr davon oder länger. Wenn es richtig ist und es nicht kaputt geht. Ich weiß, wir vergewaltigen gerade unser Essen. Okay, ich vergewaltige mein Essen. Ich verbessere es. Katze. Ich habe hier eine Hunter-Katze, die da hinten im Verborgenen steht und zuschaut. Deiner macht doch auch nichts. Ja, ich sitze ja auch auf meinem drauf. Ich habe zu ihm bei Fuß gesagt. Alter, der leckt gerade voll hinter mir her. Gibt dir das? Ja, das ist echt witzig. Okay. Kann man die immer noch verbannen? Verbannt! Du erfüllst sämtliche Hexer-Klischees. Sämtliche. Na los, mach's weg. Mach's weg oder ich nehm den Laptop. Ja. Du willst meinen Laptop nehmen. Das will ich sehen. Hübsch, das Schild, der zuckt, jetzt ist hier gleich vorbei. Kicke die Haut schon auf dich drauf. Die Zeit war doch jetzt sinnvoll genutzt, oder? Ist sie wieder weg, war. Irgendwie hat es geschafft, jetzt echt auf die 2 zu kommen. Ja, was ist die 2 bei dir? Verbrennen. Wie kann es sein, dass du dein DBM schon wieder, Recon schon wieder auf alle Daten hast? Ja, ist gerade. Ja. Ich hab mich schon gewundert, es kann doch nicht sein, dass ich so wenig DPS war. Mein Hund laggt schon wieder. So, jetzt sind wir alle satt und zufrieden. Wer sagt denn sowas? Ich will noch ein Milchbrötchen. Ich glaube, die sind schon alle weg, oder? Warum sagst du sowas? Hä? Ich will doch nie. Nö. So eine Milchbrötchen, nur kurze Zeit essen. Ich sag nur gestern. Die war innerhalb von einer Minute leer. Also wirklich, das war heftig. Ich sag doch, ich bin süchtig nach dem Zeug. Boah, also ich glaube, ich habe meine Sucht bekämpft, nachdem ich einfach so viel gefressen habe, dass ich gemacht habe, ich muss echt auf die Milchbrötchen kotzen. Geht nicht, bei mir. Los, fass mein Hundi, fass, hau ihn, beiß ihn, kratz ihn, was auch immer du mit deinen Tentakeln machst. Oh. Dumm die Leim, Filidi. Ah ja, die Lehre der Elemente, Feuer ist heiß. Da fällt mir noch was ein, wir könnten aber auch Ding machen. Alarmstufe 3. Ja, können wir auch machen. Ich auch nichts gegen. Hast du ein Ding gesetzt? Ein Mark oder so? Nee. Irgendetwas saust darum. Da ist ein Rare-Mob unterwegs in der Indie. Nee, das ist kein Rare-Mob. Doch, da hat einer einen Mark gesetzt. Ja. Halt jemand. Das kann ja jeder. Ja? Ja, ach so, ja. Ich hab Entschuldigung. Ich hab meine Frage falsch gestellt. Wurde da hinten ein Mark gesetzt? Früher konnte das mal nur der Gruppenanführer. Wir machen daraus jetzt einen Stern. Ja, verdammt, das war der Kreis, okay. Das Kondom. Das Kondom. Heißt so.
Entschuldigung, Lautstärke runterdrehen. Okay. Wenn man es ankündigt, dann kommt's nicht. Siehst du? Ich habe euch gewarnt. Dankeschön. Aber in dem Moment, wo ich meinen Mund bewegt habe, hat sich das Krippen verzogen. Dann kommst du mit aller Macht zu. Das war der Jojo-Effekt. auf den Hund, haut den Hund. Ich finde ja alle irgendwie so langweilig immer. Bis zu den 60ern. Ja. Also, wenn man da anfängt hier. Dann wird es eigentlich erst richtig. Backkessel und so gehen. Ja. Weil die mittlerweile auch nicht mehr wirklich, nicht mehr das sind, was sie mal waren. Ja, aber die machen irgendwie mehr. Aber die Spaß. Machen immer noch voll Laune. Ja, schon, aber wir sind ja allerdings auch gerade im ungünstigsten Indie-Level bereit, den es gibt. 40 bis 50, da ist einfach nichts. Schmuck und Platten. Wir können ja auch. Ja, das war mein ganzen letzten Teil schon. Ja, das Quest ist immer schon sehr zäh. Das Einzige, was passiert, ist, dass Schweine Bäume hochlaufen. Schweine laufen doch keine Bäume hoch. In Chinas Fall schon. Ein Schmuckstück, das einmal nur 19 Ausweichen drauf hat. Da behalte ich lieber mein Tempo, ganz ehrlich. Ich könnte endlich mal den Kopf gebrauchen. Bei den Schultern bin ich mir nicht ganz sicher. Das sind 10 Parry. Nee. Das sind viel. Nee. Hey, ich hab Plattenschultern gekriegt. Yes! Das mit 99. Yeah, rolled 99. Who cares, Lord? Wo ist mein Hund? Der läuft außen rum, wenn du runtergesprungen bist. Mein Gott, ist das ein Pfeif. Ui, da kommt er! Ich fang dich! Als er abgebremst. Das ist aber schade. Schön ist, dass ihr den ganzen Laufscheiß gemacht. Ja. Ja, stell dir mal vor, wir müssen das jetzt nochmal machen, ey. Dann hätte ich meinen Kopf gegen die Tischkante gehauen. Als ob du das nicht schon oft genug gemacht hättest. Hab ich bis jetzt. Der Schami heißt Bärstling. Bärstling? Ja, kennst du nicht? Also Starcraft 2. Ich habe die Starcraft gespielt. Das sind so kleine, fiese Viecher, die rollen, anfangen laufen und später dann rollen und einfach nur explodieren. Das sind so super Ziegviecher. Ah, okay. Dead Smart Damage! Einhandkolben. Wie war das mit dem Hexer und dem Leder damals? Das war doch mal so Hexer. Da gab es auch so eine Folge, da, die ich so benannt habe. Ja, da haben wir uns über das Lederoutfit des Hexers unterhalten. Ja, weil Hexer konnten ja während der WoW Alpha von Classic mal Lederrüstung tragen. Dann haben sie aber gesagt, nee, mach mal lieber nicht, Hexer kriegt Stoff. Ja, Schurken hatten auch mal Schilde. Ja, so eine Unterform von Schilden. Diese, was man jetzt als Anfangsschild trägt, hatten sie. Entwillering, interessant. Cool. Schau ich aus wie ein Holy Parler oder was? Ja. Kann ich genau sehe ich so aus, als würde ich mir ein Kleid anziehen. Und noch genau 3 Milchbrötchen. Nicht für jeden eins. Okay. Nee, das ist für mich eins und für ihn zwei. Nein. Das wollte ich sagen. So, wir hatten leider kein Level-Up, was irgendwie klar war. Das war zu erwarten. Probieren wir es nochmal. Bitte diesmal mit Sholo. Hast du speziell angemacht oder was? Oder nee, das ist zufällig. Ich will die extra IP und den Beutel haben. Habe ich eigentlich noch fetten Items? Ja. Bist du noch ein Stufe 50? Ich schau bloß, ob ich noch welche. Und wenn ja, wo habe ich noch genau die drei da? Du bist gerade im Übergang.
Ich schau mal, ob Timon in Skype online ist, dann holen wir da auch kurz rein, oder? Online ist er allerdings, ist er auch beschäftigt. Also. Ja, da ist er. Soll ich dich durchziehen mit dem Telefonjoker? Was meinst du? Er wollte Timon verarschen, dass er ihn mitten unter der Aufnahme anruft und sagen will, dass er den Telefonjoker bei Wer wird Millionär? Und dann stellt die Frage, wie kann man am besten Timon im während der Aufnahme verarschen? Seine Reaktion auf die Facebook-Veranstaltung von der Grillparty, wo Timon kommt. Genau, ich habe so eine Veranstaltung auf Facebook erstellt und die hieß Timon for President Grillparty. Und das fand er total cool, anscheinend. Genau, hat eine Datei gesendet. Ah, das war die Pokémon Mystery Dungeon abgebrochen. Ja, die habe ich versehentlich gesendet, weil ich versehentlich auf den falsche Person gekommen bin. Und weiß jemand, was mit Goto los ist? Der ist seit 2 Wochen nicht mehr online. Ja, ich habe ihn danach in Facebook angeschrieben, um zu wissen, ob was ist, aber der war krank. Weil das ist übrigens der Grund, warum jetzt in letzter Zeit keine Pokémon-Weiß-Folgen gekommen sind. Wobei, was heißt jetzt in letzter Zeit? Das, wenn ihr das seht, kommen sie wahrscheinlich schon wieder. Aber ja. Wir hatten da mal so 2 Wochen drin, vielleicht wären es auch 3, wo wir keine Pokémon-Weiß-Folgen hatten, weil der Koto war leider krank und konnte nicht aufnehmen. So, wir spielen Juwelen und Elfenbeinküsschen. Das ist richtig. Und ich glaube, das wird ein Intro-Gag. Ich sitze hier, spiele mir weh und esse ein Milchbrötchen. Und es geht weiter! Und ich freue mich so! Und Scheiße! Solo! Es ist nicht Solo, ja. Aber ihr könntet nochmal versuchen, die Quest zu machen. Segnen! Gott sei Dank ist das mittlerweile 1 Stunde und auf die ganze Gruppe. Sonst hätte ich jetzt auch noch einen Molten-Core-Trauma. Waffen! Waffen! Ein Glück, dass wir den Sound nicht hören, weil dieser Geräusch dieser sterbenden Schweine. Ich höre ihn ganz leise. Also er ist ganz, ganz leise bei mir auf den Boxen drauf, aber sonst man hört es nur ganz, ganz, ganz schwach. Das ist grausam, dieses Gequietsche. Das geht einem so auf die Gesicht. Ich könnte es ja für die Erneuerung der Zuschauer. Ich wage es nicht! Nein, mach das lieber nicht. Lass ich. Ja, der Heiler hat das sowieso gerade gesagt, nur mal mehr. Die Heiler heilen nicht, die Tanks tanken's nicht, die DDs machen keinen Schaden, was soll ich hier drin?